Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute gibt es ein neues Workout zum Thema Animal Movements und ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich habe mir natürlich wieder etwas Verstärkung dazu geholt, der Marcel ist wieder dabei. Hi Leute, ich bin Marcel, ich mache Calisthenics Training. Das ist Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und trainiert auch die Beweglichkeit und dazu passt heute hervorragend das Training von der Gabi und das machen wir euch jetzt zusammen vor. Ja, natürlich beginnen wir auch hier wieder mit einem kurzen Warm-up. Das ist ganz wichtig, dass wir alle Gelenke mobilisieren und beweglich werden, um die Übung schön geschmeidig durchführen zu können. Wir beginnen mit den Armen nach oben strecken, einmal lang werden, dann gehen die Finger zum Boden, ihr federt zweimal nach unten, streckt euch lang nach oben, federt zweimal nach unten. Das Ganze macht ihr jeweils eine Minute. Zweite Übung für die Bewegung in der Hüfte ist der Kosakenschritt. Einen großen Schritt nach rechts in den Ausfallschritt. Einmal links rüber, einmal rechts rüber. Das Bein anheben, Fuß in der Luft lassen. Schritt nach da, rechts rüber, links rüber, Knie ranziehen. Weil wir uns viel auf dem Boden fortbewegen, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Handgelenke richtig schön durchmobilisieren und erwärmen. Und dazu gehen wir jetzt in das Handgelenkskreisen. Wir starten mit der ersten Übung, der Tiger, der umgedrehte Tiger. Schaut euch die Übung einfach an, macht so weit, wie ihr könnt mit. Ja, weiter geht's mit dem Breakdancer, eine Übung, die wir extra für heute eigens kreiert haben, der Marcel und ich. Schaut sie euch an, versucht sie mitzumachen, soweit wie ihr könnt. Ja, die dritte Übung ist das Loaded Beast. Davon zeigen wir euch zwei verschiedene Varianten. So, jetzt solltet ihr langsam ein bisschen warm sein. Die Herzfrequenz ist etwas angestiegen und nun gehen wir in den Wildcat Push-Up. Weiter geht es mit der Krähe. Dazu braucht ihr eine gute Stützkraft in den Armen. Wir zeigen euch wieder unterschiedliche Varianten. Geht einfach bis dahin, wo ihr könnt. Ja, die letzte Übung ist aus dem Brasilien Jiu-Jitsu. Sie ist eine Kombination aus mehreren Moves. Schaut sie euch einfach an, macht wieder so weit mit, wie ihr könnt.
Die Übungen absolviert ihr 40 Sekunden am Stück. Wenn ihr zwischendurch eine Pause braucht, die werdet ihr sicherlich gebrauchen, gibt es drei Pausenübungen, die Kobra, die Schildkröte und der Gorilla. Die zeigen wir euch jetzt. Ja, so, das war's heute, unser Animal Movement Workout. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und versucht einfach mal, geht an eure eigenen Grenzen, tastet euch langsam ran und habt viel Spaß dabei. Und ich bedanke mich bei Marcel, dass er heute wieder mit dabei war. Hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, Dankeschön, dir auch. Mir auch. Wir sind auf jeden Fall gut warm. Also, ja. Danke Marcel. Bitte. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.